Moin, in diesem Video zeigen wir, wie man AV-Receiver anschließt, an welche Anschlüsse die ganzen Lautsprecher kommen, wie wir die Lautsprecher dann aufstellen, wie wir Quellgeräte wie PlayStation, CD-Player, Plattenspieler und so weiter verbinden. Wir zeigen einen kleinen Trick, wie man Subwoofer aufstellt und wollen damit so ein bisschen den Respekt vor diesen Geräten nehmen. Das Ganze ist wesentlich weniger kompliziert, als es aussieht. Man muss nur ein bisschen systematisch vorgehen. Wir zeigen das jetzt beispielhaft an einem Denon AVRX 2500H. Im Grunde gilt das aber für alle Denon und Marantz AV-Geräte, die wir im Angebot haben. Die Unterschiede sind minimal und bei Rückfragen sind wir immer gern behilflich. Der AV-Receiver ist die Schaltzentrale für unser Home-Entertainment-System. Alles, was wir hören, alles, was wir sehen, wird hier verarbeitet, verstärkt, oft wird die Qualität nochmal verbessert und dann an TV und Lautsprecher ausgegeben. So, jetzt sollen die Kabel alle ran. Und damit wir uns beim Anschließen nicht die Sicht verbauen, fangen wir am besten unten mit den Lautsprechern an. Das sind viele Anschlüsse, aber Denon liefert uns so Aufkleber mit denen wir uns die Kabel markieren können und immer genau wissen, zum Beispiel Front-R, welches Kabel woran gehört. Die Stand- oder auch Frontlautsprecher kommen ihrem Namen entsprechend natürlich hier ran. Es ist sowohl am AV-Receiver als auch in den Lautsprechern wichtig, dass wir Plus am Pluspol und Minus am Minuspol anschließen. Da wir jetzt am Receiver am Minuspol das bedruckte Kabel haben, ist das hier natürlich auch so. Die bedruckte Seite geht auf das schwarze Ende hier. Die Frontlautsprecher sollten nach Möglichkeit in dem gleichschenkligen Dreieck aufgestellt werden. Das heißt, der Abstand zwischen dem linken Frontlautsprecher und mir sollte der gleiche sein wie zwischen dem rechten Frontlautsprecher und mir, sowie natürlich auch zwischen den Lautsprechern untereinander. Symmetrie ist grundsätzlich wichtig, aber man muss dabei bedenken, dass Lautsprecherkonfigurationen immer theoretische Idealkonstrukte sind, die viele in der Praxis gar nicht hundertprozentig umsetzen können. Deswegen sollte man sich hier nicht zu viele Gedanken machen. Als nächstes schließen wir den Center-Lautsprecher an. Der Center-Lautsprecher wurde erfunden, um Dialoge deutlicher darzustellen und vor allen Dingen auch besser orten zu können. Das heißt, er sollte möglichst nah an den Schauspielern dran sein, also unter oder über dem Fernseher stehen. Die Surround-Lautsprecher stehen hinterm Sofa, im Idealfall in einer Linie mit den Frontlautsprechern und werden auf unsere Hörposition hin eingedreht. So, nachdem wir jetzt das letzte Kabel von unserem zweiten Surround-Lautsprecher angeschlossen haben, ist die unterste Reihe fertig. Und wir machen darüber weiter mit unserem Plattenspieler, den wir an den Phono-Eingang anschließen. Wir benutzen dafür ein sogenanntes RCA- oder Cinch-Kabel, das mit den meisten Plattenspielern ohnehin fest verbunden ist. Hier jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall muss dieses Erdungskabel ran, damit wir beste Soundqualität haben. Als nächstes kommt dann unser CD-Player an den entsprechenden Anschluss, ebenfalls mit RCA- bzw. Cinch-Kabeln. Für den Subwoofer werden meistens andere Kabel genutzt als für die üblichen Lautsprecher. Den hier schließen wir mit einem sogenannten RCA- bzw. Cinch-Kabel an. Das kommt an den LFE-Eingang hier, das steht für Low-Frequency-Effekt. Um rauszufinden, wo wir den Subwoofer am besten hinstellen, gibt es einen relativ unorthodoxen Trick. Wir nehmen den Subwoofer, stellen ihn auf unsere Sitzposition, spielen dann was besonders Basslastiges ab und hören uns dann im Raum um, wo der Bass am besten klingt. Dafür müssen wir ein bisschen in der Gegend rumkriechen, aber das ist leider nicht zu vermeiden. Wo der Bass dann am besten klingt, da stellen wir den Subwoofer hin. Das ist meistens irgendwo zwischen oder neben den Frontlautsprechern, aber es sind auch andere Positionen möglich, weil ja nicht jeder Raum gleich ist. So, nachdem wir jetzt alle Lautsprecher inklusive Subwoofer angeschlossen haben, kommt das Stromkabel endlich ran. Die nächste Reihe ist fertig. Und wir schließen die übrig gebliebenen Geräte via HDMI-Kabel an. Das sieht so aus. Entsprechend unserer Reihenfolge kommt erstmal der Blu-ray-Player. Dann kommt die PlayStation, die logischerweise in den Game-Eingang kommt. Und jetzt aufpassen. Jetzt gehen wir nicht in den HDMI-Eingang, denn das Signal geht jetzt aus dem Receiver in den Fernseher. Das heißt, wir gehen hier nach rechts rüber in die HDMI-Ausgänge. Monitor 1 zum Fernseher. So, das war's auch schon. Jetzt können wir den Receiver umdrehen, einschalten. Das zeigen wir aber erst im nächsten Video mit der Konfiguration. Wenn das Video jetzt schon hilfreich war, Daumen nach oben dalassen, Kommentar dalassen, auf Subscribe drücken. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.